Hallo zusammen, wir haben uns auch in diesem Rahmen wieder zusammengefunden, um uns über neue Konsumformen Gedanken zu machen. Ich bin ja bei der solidarischen Landwirtschaft. Our Garden heißt die solidarische Landwirtschaft und ist ein Verein zur Förderung regionaler Selbstversorgung und unabhängiger Lebensformen. Ansässig nördlich von München in Au in der Hallertau werden wöchentlich Lebensmittel nach München gefahren, hier in den Verteiler, wo diese abgewogen und dann mit nach Hause genommen werden. Ich war vor einem Jahr circa auf dem Supermarkt und dachte mir so, boah, krass, die Tomaten und das Zeug, das kann man eigentlich gar nicht kaufen. Das ist irgendwo her und ich will was Gescheites essen. Und so bin ich zu dieser Solawi gekommen. Also falls ihr Interesse habt, wie die Solawi so funktioniert, können wir ein separates Video darüber machen. Diesmal sind wahnsinnig viele Tomaten dabei und wir werden heute Spaghetti Bolognese machen, vegetarisch. Die haben einige schon probiert und finden sie ziemlich gut. Deswegen zeige ich euch heute, wie das geht. Also zuerst Butternei. Also verwende ganz normale Butter. Die darf man halt nur nicht zu heiß erhitzen, das machen wir ja nicht. Weil das Wichtigste bei der Bolognese ist, dass man die ganz lange und ganz sachte kocht. Also wenn die wirklich gut sein soll, dann ist die halt tatsächlich halt Bologna-Style-mäßig 6 Stunden auf dem Herd. Die wird sie wirklich gut. Dann kocht die immer wieder auf und also gießt sie auf und kocht es wieder runter und gießt sie auf und kocht es wieder runter. Ich verteile es dann immer auf 2 Tage, mache also 3 Stunden an einem Tag, koche das schon mal alles vor und mache das dann am nächsten Tag final. Wir haben das jetzt auch schon echt oft ausprobiert mit verschiedenen Ersatzprodukten, also Fleischalternativen. Finden das jetzt eigentlich nur mit Art Tomatensoße und Zucchini und Karotten drinnen, ist eigentlich irgendwie das Geilste. Muss jetzt nicht unbedingt so ein Fleischersatz sein. Ja, es ist in der Bolo schon angenehm, wenn die Sachen halt immer schön klein sind. Boah, ich liebe ja momentan Spaghetti Bolo. Ich kann mich gar nicht genug satt essen an der. Wir entfernen da jetzt nicht die Schale von den Tomaten. Also wir werden es eben ganz smooth und ganz lange köcheln. Dann schmeckt man das gar nicht raus, also die Haut. Die fällt dann nicht mehr auf. Sind die hier noch zum Kochen eigentlich da gewesen, oder? Ja, du, wir haben nur. Ach, scheiße, sind die lecker. So, wir haben jetzt die Tomaten soweit fertig geschnitten. So klein wie möglich. Wir werden die jetzt in die goldbraunenden Zwiebel geben. Ah, heiß. Oh, fuck. Oh, ist es heiß. So, normalerweise lasse ich das jetzt in dem Zustand noch ziemlich lange köcheln. Aber dadurch, dass der Kameramann, der Florian, jetzt nicht so viel Zeit hat, leider, werden wir das alles ein bisschen schneller machen und beschleunigen. Und jetzt schon langsam die Karotten, den Knoblauch. Also wir haben jetzt die Tomaten am Köcheln. Es ist der Knoblauch drin und es brödelt alles so richtig schön vor sich hin auf mittlerer Hitze. Jetzt werden wir die Karotten oder Rurm, wie wir in Bayern sagen, reinschneiden. Die musst du unbedingt auch probieren. Probier die mal. Also allein, du musst mal so eine gelbe Rübe schauen. Ja. So was siehst du im Edeka oder Rewe oder Ja. im Supermarkt. Die sind so phänomenal. Jetzt ist das alles drinnen und es ist ja ein bisschen mit Flüssigkeit bedeckt. Und das lassen wir jetzt alles schön runterkochen in der Flüssigkeit. Und dann werden wir das mit Wasser und einer Suppenbrühe aufgießen. Und so einen halben Löffel ungefähr so. Dann steht es schon mal bereit. Und dann, wenn es runtergekocht ist, dann gießen wir das auf und lassen das alles nochmal runterkochen. Eine Ewigkeit später. Man könnte das natürlich jetzt noch ein bisschen mehr runterkochen, wenn man jetzt mehr Zeit hätte. Aber das haben wir nicht. Sauerei. Flo hatte die grandiose Idee, dass wir die Bolognese-Soße oder die Tomatensoße in dem Fall mit Zucchini-Nudeln essen. Ich habe von der Solawi gestern eine ziemlich große Zucchini organisiert und da machen wir jetzt mal Nudeln draus. Hallo?
Ja, darum würde ich sie nicht so lang machen. Perfekt, ja. Ich würde halt jetzt das Nudelwasser von so gekauften Nudeln halt nicht trinken. Jetzt ist es soweit ganz gut runtergekocht. Und jetzt gebe ich trotz alledem noch ein bisschen Tomatenmark rein. Das ist ungefähr eine halbe Tube. Und im wirklichen Bologna-Style, Bolognese-Prozess, würde ich die jetzt nochmal aufgießen, nochmal runterkochen und dann würzen und dann zubereiten. Wir werden sie jetzt dann gleich würzen und dann essen. Ja, die Zucchinis, die haben sie jetzt auch gleich wahrscheinlich, gell? Dann Salz, Pfeffer, Oregano, Basilikum. Okay, also langsam würde ich sagen, it's ready to eat. Normalerweise hätte ich jetzt auch noch Zucchini reingeschnitten, wenn jemand Lust hat, auch ganz klein. Da wir die jetzt als Nudelform dabei haben, verzichten wir jetzt drauf. Und wir werden es jetzt uns richtig gut schmecken lassen. Yeah. Ja, Florian, und wie findest du das? Du hast gemeint, es ist heftig, wie gut es schmeckt.